Ja, servus und hallo zu einem neuen Video auf dem Kanal vom Team 030 Airsoft. Heute schauen wir uns mal ein etwas älteres Modell an, und zwar die Classic Army HK33. Das Modell ist schon ziemlich lange auf dem Markt, ich glaube so ungefähr um die 10, 12 Jahre. Hier jetzt in der neuesten Ausführung, allerdings noch mit komplett, ja, veralteten Internals. Sprich, wir haben hier kein Bengali Core drin, sondern hier wirklich das Urmodell. Und besonders, weil wir jetzt zeigen können, wie vielleicht so ein ASCU oder ein EFCS-System hier deutlich angesagt ist. Ja, das können wir euch an dem Modell natürlich optimal zeigen. Gut, ich würde sagen, wir starten mit dem Intro und sehen uns dann beim Lieferumfang wieder. Gut, kommen wir einmal zum Lieferumfang. Der Lieferumfang gestaltet sich relativ einfach. Wir haben einmal die Waffe selbst hier, einmal in der A3-Ausführung mit dem Schiebeschaft oder Schubschaft. Dann mit dabei noch ein Highcap-Magazin aus Stahlblech gefertigt mit ungefähr 330 Schuss Fassungsvermögen. Bei Bugatti ist es ungefähr mit 450 Schuss angegeben. Bei Classic Army mit 330, ja, also so in etwa, ja, plus minus 120 BBs. Gut, dann haben wir noch einmal so einen kleinen QR-Code für die Bedienungsanleitung mit dran, einen Reinigungsstab, was ich ganz gut finde, und dann halt hier noch so eine Transporttasche, jo, mit Classic Army Aufdruck. Kennt ihr vielleicht, ist natürlich für den deutschen Markt eher, ja, nicht zu gebrauchen, zumindest was den Transport angeht. Vielleicht kann man sich das Ding einfach, ja, um die Waffe machen, wenn man sie dann in den Koffer oder so macht, wer es braucht. Und dann noch hier mal ein Prüfprotokoll. Und gut, das war es dann soweit einmal zum Lieferumfang. Dann widmen wir uns jetzt einmal den allgemeinen Daten. Die Waffe ist eine SAE im Kaliber 6 mm BB mit einer angegebenen Energie von ungefähr 1,7 Joule. Kronen wir wie immer einmal nach. Hergestellt Classic Army in Hongkong und importiert durch die Bugatti GmbH. Wir haben ja allerdings die lizenzierte Version, die Schwabenarms-Version. Deshalb sind hier einmal Schwabenarms Markings drauf, ja, es sind schon Markings. Deshalb hier die SAR M41-43 ES, einschiebbare Schulterstütze. Es gäbe jetzt auch noch einmal die FS, die würde dann einmal 279 Euro kosten. Hier sind wir jetzt bei 249 Euro. Und dann noch einmal aktuell die Version mit Festschaft und dem Rail-System vorne dran, die kostet dann einmal 299 Euro. Wenn ihr dieses Modell im Shop sucht, werdet ihr allerdings feststellen, die ist reduziert. Hat auch den Hintergrund, dass das Modell aus dem Sortiment genommen wird. Warum, wieso, weshalb? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass seitens Classic Army hier keine Bereitschaft unbedingt vielleicht ist, das Modell zu updaten intern. Und ja, das sind auch Punkte, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das aber hierzu, also wenn ihr nochmal so ein Modell haben wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht schnell sein und euch eins bestellen, weil ich denke mal, die, die jetzt am Lager sind, sind auch die letztverfügbaren. Ja, Preise habe ich euch genannt. Dann kommen wir einmal zum Gewicht. 2,1 Kilogramm, ohne Magazin, mit Magazin sind wir dann ungefähr bei 2250 Gramm. Ja, wir haben hier eine Länge jetzt einmal in der Ausführung, also mit Position 1 vom Stock von 770 mm. Fahre ich den Stock einmal komplett aus, habe ich hier einmal 860 mm und ich kann den Stock natürlich auch noch einmal komplett einfahren. Dann erreiche ich gerade mal 680 mm. Also doch schon recht kompakt. Zum Hinstellen und cool aussehen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die Position eigentlich am schicksten. Ja, dann haben wir hauptsächlich Materialien, einmal Aluminium- und Zinkdruckgussteile, also komplett einmal das Gehäuse oberhalb, das Frontset, vorne der Kornträger, Mündungsfeuerdämpfer und auch die Führungsschienen aus Kunststoff-ABS sind dann einmal hier dieser Tree Handguard, das Griffstück und einmal hinten die Schaftauflage. Ja, klassische Visierung, wie man es vom G3 auch kennt oder von der MP5. Wir haben einmal hier die Trommelvisierung oder das Dioptervisier. Vorne dann auch einmal dieses, ja, MP5 G3-typische Korn bzw. den Kornträger. Und in dem Fall kann ich euch ja schon mal zeigen, ihr werdet es ja auch sehen, wenn ihr euch das Modell im Shop anguckt. Wir haben hier halt noch dieses Old-Gen-Griffstück, also das mit dem langen Feuerwallhebel und dem etwas ergonomierten Griffstück selbst. Ja, intern ist das Modell doch schon ein bisschen veraltet. Wir haben ein Federschnellwechselsystem mit an Bord, durch die abnehmbare Schulterstütze auch recht schnell zu erreichen. Wir haben einen Tuninglauf drin, 370 mm in der Länge, 6,03 mm Innendurchmesser, aber ansonsten relativ stock. Also wir haben hier kein MOSFET drin, kein Core. Könnt ihr natürlich optional einmal dazu wählen, habe ich jetzt aber nicht gemacht.
Ja, ein, zwei Sachen sind vielleicht gar nicht schlecht, wie zum Beispiel der Pistonhead oder auch der Zylinderhead. Die sind hier ein bisschen besser, also Aluminium, aber ansonsten halt doch schon eine recht veraltete Waffe. Ich möchte ganz kurz vorwegschicken, warum habe ich das gemacht? Hat eigentlich den Hintergrund, weil ich mir gesagt habe, an dem Modell, wo wirklich noch nichts dran ist, kann man perfekt einmal zeigen, wie das Modell dann läuft, wenn man was dran gemacht hat. Und dementsprechend habe ich mir das geholt für ein Review und ich finde das Modell an sich auch sehr, sehr schick. Gut, wir schweifen ab, merke ich schon wieder. Eigentlich soll es das. Ach so, Magazin natürlich mit im Lieferumfang enthalten. Stahlblechhülle, ABS Kunststoffinlay. Laut Bugatti 450 Schuss, laut Classic Army 330 Schuss. Ich gehe aber mal eher stark von den 330 Schuss aus, weil wir hier von der Größe her ist es ein kleines bisschen kürzer, das Magazin. Und hat auch ein bisschen weniger Fassungs-, also ein bisschen weniger Inlay, sage ich mal. Dementsprechend gehe ich mal eher von 330 aus, reicht aber auch vollkommen aus. Gut, habe ich noch was vergessen? Nö, das soll es eigentlich gewesen sein zu den allgemeinen Informationen und dann kommen wir jetzt zum Ersteindruck. Beziehungsweise noch nicht Ersteindruck, wir sehen uns beim Ersteindruck dann wieder. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zur Akkuunterbringung, zum Ansprechverhalten, zu den passenden Magazinen sowie zur möglichen Konfiguration. Ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich etwas an Zubehörteilen angebaut. Ich habe mich einfach dafür entschieden, das jetzt ja, teils mal in Reviews aufzunehmen, mal ja, mal nein, um euch vielleicht oder auch Anfängern die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was man dann hier machen kann. Ich muss an der Stelle vorwegschicken, Akku ist wirklich, oder Akkuunterbringung ist wirklich ein bisschen blöd, bisschen friemelig, ähnlich wie bei der MP5. Hier sogar noch ein bisschen bescheuerter. Warum, wieso, weshalb, zeige ich euch. Zuallererst entfernt ihr hier vorne einmal den Pin, das habe ich schon getan. Dann könnt ihr einmal den Handschutz nach unten wegnehmen und nach vorne hin abziehen. So, und jetzt habe ich einfach hier eine Railschiene montiert. Ich habe hier quasi einmal das vorhandene Loch, was schon da war, genutzt. Habe dann einfach noch eine Railschiene angelegt unten, ein zweites Loch gebohrt. Hier einmal seht ihr das. Railschiene befestigt und dann hier entsprechend einen Angled Front Grip angebracht. Passt soweit ganz gut, finde ich. Ja, und jetzt kommt der Punkt, warum, wieso, weshalb ich einmal den Akkuplatz nicht besonders gut finde. Ihr habt ja hier vorne eigentlich so die komplette Länge vom Handguardplatz. Ist aber nicht ganz der Fall. Was hier stört, ist einmal dieses vordere Teil. Das verhindert einfach, dass ihr zum Beispiel diesen hier, den Standard-Lipo, dass ihr den da reinbekommt, weil der einfach zu dick ist. Sprich, also den würde ich hier vorne reinbekommen. Problem ist, der ist generell zu dick. Aber es gibt zum Beispiel auch noch andere AMEX, die sind ein bisschen länger, die gehen dann ungefähr bis hier. Da ist es nicht möglich, weil dieses Teil hier stört. Seitlich kann ich ihn auch nicht verstauen, da baut er auch zu dick auf. Dementsprechend ein Lipo, der hier wirklich nur passt und also passt mit angebrachtem Vorderschaft, ist hier der Imperio mit 1400 mAh, 7,4 Volt und 25C. Dass der natürlich, was das Ansprechverhalten angeht, unter aller Kanone ist, muss ich euch, denke ich mal, nicht erzählen. Ihr werdet es aber gleich natürlich noch sehen. Gut, dann nehmen wir erst einmal das Magazin, legen das zur Seite und dann stecken wir zunächst einmal hier den 7.4er an. So, und ich sage es nochmal, Standard Switch Unit drin, wir haben hier kein EFCS-System, der 7.4er ist frisch aufgeladen zu 100%. Ja, und dann können wir uns das hier einmal ansehen. Und ich denke mal, ihr habt jetzt ganz gut gesehen, dass das Ansprechverhalten sowie das Klangbild unterdurchschnittlich schlecht ist. Also das Ansprechverhalten ist sehr, sehr langsam, die Waffe verschluckt sich teilweise auch und ihr habt hier ein deutliches Nachschwingen von der Feder. Ich gehe mal stark davon aus, das wird hier einmal die vom Ladehebel oben sein. Ja, ist natürlich dem geschuldet, dass wir hier nichts an EFCS-System drin haben. Wir können uns jetzt aber natürlich auch noch einmal einen 11.1er angucken. Ich nehme jetzt auch einmal den, der zwar nicht passt, aber der ist jetzt auch einmal zu 100% vollgeladen. Nur damit ihr hier noch einmal sehen könnt, was letztlich eine Standard-Switch-Unit mit einem 11.1er
an Ansprechverhalten leisten kann. Gut, jetzt habt ihr einen 11.1er gesehen und da ist das Ansprechverhalten schon ein bisschen schneller. Das Klangbild wird natürlich nicht besser, aber auch hier ist das Ansprechverhalten nicht zu vergleichen mit einem EFCS, dem Vigali Core. Da ist jedes Modell damit schneller, wenn ich einen 7.4er anpacke. Ja, also es ist, denke ich mal, gut und deutlich ersichtlich, dass diese EFCS-Systeme auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung haben. Gut, dann stecken wir den Lipo einmal ab. Wie gesagt, zum Akkuplatz. Dieser Imperio, der 7.4er, ist der einzige, den ich hier habe, der funktioniert. Und wenn ihr euch auch einmal die Auflistung bei Vigali anguckt, da ist eigentlich kein Lipo mehr drin, den sie aktuell im Programm haben, außer diese Roburs. Und das sind auch nur 7.4er, meine ich. Dementsprechend, ja, wäre es vielleicht doch besser, wenn man hinten einmal die Schulterstütze, den Festschaft hätte, was die Akkuunterbringung zumindest angeht. Gut, okay, dann gucken wir uns noch ganz kurz einmal die Magazinkompatibilität an. Da habe ich jetzt hier einmal das im Lieferumfang enthaltene Stahlblechmagazin mit 330 Schusskapazität. Bei Vigali sind 440 Schuss angegeben. Ja, ist ein High Cap, Low Caps oder Mid Caps sind dann 130 PBs. Die kosten dann 18,90. Ich glaube, das High Cap liegt bei 23,90 oder so, also relativ teuer für ein High Cap. Aber klar, es ist halt ein spezielles Magazin und kein Standard M4 Magazin. Gut, das soll es dann einmal zu dem Punkt hier gewesen sein und dann geht es weiter mit dem Ersteindruck. Gut, wir sind jetzt beim Ersteindruck angelangt. Ich kann auch noch mal ganz kurz was zum Chronotest sagen. Der war ja soweit in Ordnung. Beim Chronotest hat man es allerdings nicht so wahrgenommen. Beim Ansprechverhaltenstest werdet ihr es ja jetzt gesehen haben. Es ist nicht Bombe. Also ich habe euch ja beide gezeigt, 11.1er und 7.4er. Mit 7.4er würde ich es wirklich gar nicht machen und mit einem 11.1er ist es dann okay. Aber seid natürlich bedacht, eine Switch-Unit kann aufgrund der höheren Funkenbildung natürlich schneller mal dahin sein mit einem 11.1er als einem 7.4er. Deshalb hat man früher immer gesagt, bei Modellen ohne irgendwas drin, EFCS-MOSFET, packt euch maximal ein 7.4er Lipo rein. Ja, da natürlich auch noch die langsame Übersetzung, die spielt natürlich auch noch eine Rolle. Aber gut, das soll es jetzt erstmal nicht so weit, da soll es jetzt erstmal nicht so weit in die Materie gehen zu den Internals. Kommen wir erstmal zum Ersteindruck. Ja, generell, das Modell ist schon relativ lange auf dem Markt. Ich glaube um die 10, 12 Jahre, war auch schon mal als, ich weiß gar nicht, war es doch, es war glaube ich damals auch schon mal als Schwabenarms. Da gab es aber nicht bei Vigali, sondern glaube ich bei einem anderen Shop. Ich bin mir aber nicht sicher, Sniper oder so. Auf jeden Fall, dieses Modell ist schon etwas älter. Vigali hatte die damals 2015 alle wieder ins Sortiment aufgenommen. War das erste Produkt, was unter Schwabenarms dann lief. Dementsprechend halt auch hier diese Logos, ob man es jetzt schön findet. Ich muss sagen, ich finde es sehr unpassend gewählt und viel zu groß. Das sei jetzt aber mal dahingestellt. Genau, aber Stand ist jetzt halt auch 2015. Das heißt, also wir haben zumindest schon mal einen T-Stecker dran, das ist vielleicht nicht verkehrt, aber ansonsten kein EFCS drin. Wir haben eine langsame Übersetzung, einen Standardmotor, der Piston hat noch nicht eine Vollstahlzahnreihe. Und das sind halt alles so Faktoren, die natürlich dieses Modell eventuell für den Spieler, der sich nicht so auskennt technisch, nicht unbedingt attraktiv machen. Ja, das sei jetzt einmal an der Stelle gesagt. Aber dieses Modell, genau worauf ich eigentlich kommen wollte, ist, dass dieses Modell wohl geupdatet worden ist seitens Classic Army, weil ich habe mich damals mal so informiert, es war wohl immer oft der Fall, dass hier diese Aufnahme vom Frontset-Kern abgebrochen ist. Die soll wohl jetzt ein bisschen verstärkter sein, aber an sich, klar, es ist halt Zinkdruckguss, der kann halt irgendwann mal porös werden. Auch nochmal aufs Alter bezogen, was auch auffällt, es ist natürlich verarbeitungstechnisch nicht mehr top-notch, das muss man ganz klar sagen. Ich nehme mal ganz kurz hier den Halter weg. Das merkt man nicht nur einmal vorne an diesem ja, recht günstigen ABS-Kunststoff, der vorne verarbeitet ist, sondern das merkt man vor allen Dingen auch an der Lackierung. Beispielsweise, ihr werdet es später mal bei den allgemeinen oder bei den Materialien sowie der Verarbeitung sehen. Da geht relativ schnell der Lack ab, wenn ihr den Handguard hier abnimmt. Ich habe hier vorne schon Lackabplatzer, hinten am Stock habe ich auch schon starken Lackabrieb. Das heißt, die Lackierung ist nicht sonderlich gut. Es ist halt alles, ja, quietscht alles ein bisschen. Dementsprechend kann man das Modell natürlich nicht mit einer heutigen Nova oder so vergleichen qualitativ, was China-Hersteller angeht. Ob man das jetzt eigentlich überhaupt machen kann bei dem Modell, sei jetzt mal dahingestellt. Gut, jetzt bin ich relativ stark und lange bei dem Alter und bei den Verbesserungen hängen geblieben, aber das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, ja, dass dieses Modell halt nicht mehr verarbeitungstechnisch dem heutigen Stand der Zeit entspricht, was man für dieses Geld bekommt, theoretisch.
Gut, okay, gut. Was fällt dann auf, wenn man die Waffe in die Hand nimmt? Genau, jetzt kann ich sie wieder abnehmen. Ups, genau. Zuallererst natürlich einmal nimmt man das Modell in die Hand, spielt hier so ein bisschen rum. Dann habe ich euch ja eben schon mal gezeigt, weg damit, dass der ABS-Kunststoff hier vorne doch relativ billig wirkt. Sehr, sehr kratzig, sehr, sehr schepprig. Das Griffstück selbst ist halt auch aus dem gleichen Kunststoff, allerdings ein bisschen dicker und fässt sich dadurch auch ein bisschen schöner an. Man nimmt hier so ganz leicht eine Spritzgussnaht wahr, aber das geht in Ordnung und liegt halt wunderbar hier einmal in der Hand. Ja, also ich finde dieses Griffstück sehr, sehr schön. Und Classic Army ist ja auch eigentlich mit ICS der einzige Hersteller, zumindest ICS ist es sogar gewesen, die dieses Old-Gen-Griffstück einmal genutzt haben für ihre MP5-Modelle. Ja, Feuerwehrhebel dementsprechend ja auch ein bisschen länger. Das heißt, ja, man kann es so machen. Ja, man kann es aber auch mit dem verlängerten Daumen machen. Ich mache es eigentlich immer mit dem Daumen. Magazinlösehebel wie bei der MP5, ganz klassisch. Dann haben wir hier einmal das klassische Dioptervisier, was wir natürlich entsprechend einstellen können. Allerdings hier mit dem Unterschied, dass wir hier einmal eine V-Kimme auch mit drin haben, also nicht nur die Lochbohrung. Hinten einmal die Schulterstütze, die ist nicht passend oder man kann die Schulterstütze zumindest nicht von der Cima MP5 ran machen. Das funktioniert nicht. Da ist einfach, ja, da ist das hier einfach ein bisschen zu dick hinten. Das passt halt nicht ganz. Ich habe es probiert von meiner neuen MP5 bzw. von der Folding Stock MP5. Passt halt nicht. Ja, ich finde es halt ganz cool, dass man halt diese Zwischenposition hat. Das haben viele MP5-Modelle nicht. Wenn man sie dann allerdings komplett ausfahrt, hat man hier relativ starkes Wackeln. Stört mich natürlich persönlich gar nicht, weil wir haben hier keinen Rückstoß und selbst bei einer GBB wäre das hinfällig. Aber an sich finde ich das, ja, es ist in Ordnung. Ja, ist klar, es fällt auf, aber es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wenn wir die jetzt einfahren, dann haben wir das halt auch, ne? Ja. Okay, gut, dann haben wir halt hier noch einmal diesen klassischen Ladehebel, also wie man ihn halt kennt vom G3. Der rastet dann oder lässt sich hinten einmal arretieren, sodass wir unser Hop-Up einstellen können. Das ist noch ein klassisches Dreh-Hop-Up. Ich würde jetzt diesen klassischen HK-Bitch-Slap, wie man ihn so kennt, also dieses nach vorne schnellen lassen vom Ladehebel, würde ich vielleicht nicht allzu oft machen. Ich habe da die Befürchtung, dass er dann irgendwann doch mal abbrechen kann. Und man sieht jetzt hier auch schon wieder, ja, Lackabrieb geht halt relativ schnell. Ja, das dann dazu. Ansonsten passt es eigentlich soweit. Genau, auf die Magazine kann man nochmal eingehen. Die gehen relativ straff einmal in den Magazinschacht. Man muss sie halt, ja, G3 ähnlich, sag ich mal, vorne so ansetzen und dann hinten rein drücken. Und wenn sie dann drinne sind, haben sie absolut kein Spiel. Also die sind wirklich auf Maß drinne im Magazinschacht. Und das gefällt mir an der Stelle ganz gut. Aber sie gehen halt wirklich ein bisschen, ja, gehen halt ein bisschen hakelig rein. Also hier seht ihr es einmal hier so in dem Bereich. Aber sie wackeln halt nicht im Magazinschacht. Gut, jetzt lasst mich ganz kurz einmal auf mein Listchen gucken. Genau, was natürlich nicht so schön ist, ich habe es schon leicht anklingen lassen, sind einmal die Markings. Finde ich halt absolut nicht schön gemacht. Also, das hätte man vielleicht noch machen können, aber jetzt hier oben nochmal dick Schwabenarms. Ich finde es nicht so schlimm wie damals bei der MP5, die wir mal hatten. Aber ich finde es halt nicht schön und das würde man heute wahrscheinlich doch ein bisschen dezenter machen. Ja, auch hier noch einmal ganz dick das SAR-Logo. Ja, ist halt nicht so sonderlich schön, wie ich finde. Gut, das soll es soweit erstmal gewesen sein zum Ersteindruck. Ich muss immer aufpassen, dass ich dem Part mit Material und Verarbeitung nicht allzu viel wegnehme. Ja. Dann war es das soweit und dann sehen wir uns jetzt bei den Materialien sowie bei der Verarbeitung wieder. Dann kommen wir einmal zu den verwendeten Materialien und der Verarbeitungsqualität. Das Modell ist ja schon nun ein bisschen älter und es wurde jetzt nicht allzu viel verbessert. Ich weiß, Bugatti hat damals einmal angeteasert oder zumindest gesagt, dass hier Verbesserungen vorgenommen sind, was einmal die Aufnahme vom Frontset an den oberen Gehäuseteil angeht. Kann ich jetzt natürlich nicht großartig was zu sagen. Ihr werdet später einmal auch noch sehen, um welches Teil es hier letztlich geht. Da ist es oft vorgekommen, in Foren liest man das auch, dass dieses Teil abgebrochen ist und dann ist euch eben das komplette Frontset abgebrochen oder zumindest saß es extrem lose. Ja, dieses Modell ist aber trotzdem nicht zu vergleichen mit heutigen Modellen für 250 Euro. Also wenn ich mir da zum Beispiel eine G&G angucke, klar ist dann keine 33er, aber auch zum Beispiel von Cima die M4-Modelle, die sind sowohl von der Materialgüte als auch von der Lackierung besonders deutlich besser.
Wir gehen das jetzt aber einmal durch. Zunächst einmal fangen wir hinten an an der Schulterstütze. Es ist eine MP5-typische Schulterstütze. Ich habe es euch bereits gesagt. Ich habe jetzt die von der Cima nicht hier ranbekommen. Mit ein bisschen Schleifen geht es. Ich habe es jetzt aber einfach unterlassen, weil ich die Schulterstütze an sich auch sehr schön finde. Man findet das Modell auch zum Teil mit dieser G3 A4 Schulterstütze, also die sich einfahren lässt. Gibt es aber an sich, so ich das jetzt rausgefunden habe, gibt es das so gar nicht, weil ihr habt ja hier einmal hinten nur eine Einrastposition oder einen Pin-Aufnahme. Beim G3 habt ihr ja zwei. Es gibt die Schulterstütze auch mit einer Aufnahme wohl von Classic Army. Also diese G3 A4 mit einer Aufnahme, quasi mit der MP5-Aufnahme, ist aber jetzt eigentlich nicht ganz richtig, wenn man es genau nimmt. So habe ich es zumindest rausgefunden. Gut, Schaft. Endstück einmal aus ABS-Kunststoff gefertigt. Keine Gummierung. Hinten einmal Griffel, wie man es von der MP5 kennt. Und hier dann noch einmal die Möglichkeit, einen Sling einzubringen oder anzubringen vielmehr. Ja, möchte ich den Stock ausfahren, muss ich einmal diesen Hebel nach links drücken. Dann schnappt einmal der Stock aus und ich kann einmal die Schulterstütze in die nächste Position einfahren. Und in der Position habe ich jetzt eben ja die Möglichkeit, das Ganze natürlich auch in den Anschlag zu bringen. Wackelt hier aber auch relativ stark hoch und runter, links und rechts. Und auch in der komplett ausgefahrenen Position wackelt einmal der Stock relativ stark. Finde ich immer nicht ganz so schön, könnte man eigentlich anders lösen, indem man hier einfach ein bisschen passgenauer den Kunststoff zum Beispiel gießt auf die Führungsschienen. Die Führungsschienen sind nicht aus Stahl gefertigt, Alu- oder Zinkdruck, weiß ich nicht genau. Ja, hier sieht man auch schon ganz deutlich, dass der Lack hier einmal abgeht, also von der Verarbeitungsgüte nicht so hundertprozentig gut. Was ich halt aber dem Ganzen positiv abnehmen kann, ist einmal, dass er in einer eingefahrenen Position überhaupt nicht wackelt. Dann kommen wir einmal zur Aufnahme. Da haben wir einmal das vordere Stück hier. Das ist einmal aus Metall gefertigt und von der Lackierung her halt auch nicht besonders schön. Das ist Aluminium. Wenn wir uns mal hier angucken, nichts Magnetisches, bis auf die Slingaufnahme ist aus Stahl und einmal der hintere Pin ist aus Stahl. Ja, man sieht hier halt so leicht, da scheint so, als wenn da so, weiß ich nicht, Stofffasern oder so drin sind. Das sieht halt alles nicht so sonderlich schön aus, ja, an der Stelle. Dieses Endstück hier, das dürfte sogar faserverstärkter Nylon-Kunststoff sein. Tut jetzt aber auch keinen großen Abriss. Dann geht es einmal weiter zum Griffstück. Das Griffstück kennt man eventuell auch von der MP5 oder von MP5-Modellen, ist eben noch das alte Heckler & Koch Griffstück, was es so ja anfänglich gab oder auch noch Ende der 80er Jahre. Mittlerweile kennt man ja eigentlich fast nur noch dieses moderne Griffstück, einmal mit den Piktogrammen in Patronen, also oben haben wir dann die weiße Patrone durchgestrichen und so weiter. Hier einmal sicher Einzelschuss und Feuerstoß, heißt nicht Feuer oder Dauerfeuer, sondern Feuerstoß. Und einmal hier den dafür klassischen Hebel, der rastet einmal in E und F ein mit einem Klick, ganz oben nicht. Und der ist auch nur von der einen Seite, also von der vom Schützen aus gesehen linken Seite vorhanden. Vom Abzug her natürlich klassisch hier über eine Switch-Unit, das heißt einen relativ langen Abzugsweg oder naja, einen relativ undefinierten Abzugsweg. Und dann irgendwann hier hinten kommt dann einmal ja der Kontakt zustande und ihr könnt einen Schuss brechen. Okay, dann einmal zum oberen Gehäuse und da kann ich sagen, ich weiß es nur aus Einträgen in Foren. Also es ist wohl so, dass der obere Teil, der soll wohl aus Aluminium sein und einmal der vordere Teil komplett aus Zinkdruckguss. Das sieht man eigentlich auch ganz gut, vor allen Dingen an der Oberflächenstruktur. Dann schauen wir uns zunächst aber jetzt einmal den oberen Gehäuseteil an. Der besteht aus Aluminium, so ich dann da richtig liege. Auf jeden Fall nicht aus Stahl. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Ja, von der Verarbeitungsqualität her ist er so, naja, man sieht hier oben halt relativ große Spaltmaße drin. Auch hier hinten einmal nicht sonderlich schön. Und von der Lackierung her, also ihr seht hier hinten schon einmal, da geht die Lackierung schon so leicht ab. Das zieht sich hier hinten auch noch fort, wenn man die Schaftkappe einmal abnimmt. Und auch hier im vorderen Bereich seht ihr einmal schon, ich habe den Herrenschutz jetzt vorne vielleicht 5 oder 6 Mal abgenommen, blättert hier schon ab. Ja, cool, ich habe einen Used Look, aber ist irgendwie auch da nicht schön, wenn ich darunter dann das blanke Aluminium habe. Also halt von der Lackierung echt nicht sonderlich gut. Und auch wenn man jetzt einmal die Schulterstütze ausfährt, sieht man ja auch schon so leichte Abriebspuren. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass hier relativ schnell einmal das Aluminium sichtbar sein wird an der Stelle. Ja, oben habe ich natürlich die Möglichkeit, eine Montage anzubringen. Zum Beispiel jetzt die hier nur als Beispiel, wie man sie von MP5-Montagen kennt. Also gar kein Problem, MP5-Montagen passen hier natürlich rauf. Und oberhalb habe ich einmal die Diopter-Kimme oder das Diopter-Visier. Hier einmal mit drei Punkten und einer V-Visierung. Eins, ups, zwei,
3, 4, rastet auch sauber ein, wackelt allerdings ein bisschen. Da einfach hier das Trommelvisier lösen und dann einmal von unten die Trommel wieder festschrauben. Dann ist das Problem auch an der Stelle behoben. Gut, okay, dann kommen wir nochmal ganz kurz zum Magazinfang bzw. Magazinlösehebel. Der ist selbst, ja, ich gehe mal auch davon aus Zinkdruckguss gefertigt und ihr habt es ja bereits gesehen, dass die Magazine hier wirklich sehr, sehr gut einrasten. Zwar ein bisschen straff, aber sie wackeln dafür nicht im Body. Interessant ist auch an der Stelle, das ist der einzige Pin, der am Magazinschacht, der nicht aus Stahl ist. Ansonsten hinten haben wir den aus Stahl und vorne einmal für den Trapezhandschutz, der ist ebenfalls einmal aus Stahl. Ja, Magazine einsetzen, vorne ein bisschen ankanten und dann eben einsetzen und dann rasten sie sauber ein und haben wirklich absolut null Spiel. Ja, aber auch hier MP5 typisch einmal Hebel nach vorne und Magazin entnehmen, aber das geht halt alles hier so ein bisschen straff. Und so sieht man halt auch hier schon am Magazinschacht, ja, da ist auf jeden Fall keineswegs sauber lackiert worden und das ist einer der großen Kritikpunkte, die dieses Modell heute auf jeden Fall bekommt. Ja, zu den Magazinen kann man noch mal ganz kurz was sagen. Stahlblechhülle, wie ihr hier seht, und Inlay komplett aus ABS-Kunststoff. Die gibt es natürlich jetzt hier einmal als High Cap 330 Schuss und als Low Cap, ich glaube 180 oder Mid Cap, ich glaube 180 Schuss oder Low Cap 80 Schuss. Ich schreibe es euch mal runter. Lässt sich hier unten einmal über dieses Rädchen aufziehen. Und gibt es jetzt auch noch bei Vegardi, aber da müsst ihr halt auch schauen, wenn die irgendwann mal aus dem Programm genommen worden sind, wo ihr die Magazine dann noch herbekommt. Was ich halt cool finden würde, wenn man das zum Beispiel hier, wenn es einen M4-Adapter, einen M4-Magazin-Adapter geben würde, würde ich an sich gar nicht so schlecht finden. Vielleicht mache ich da auch noch irgendwie was. Ja, dann legen wir das einmal weg und gucken uns dann noch einmal auf der anderen Seite die Hop-Up-Einstellung ein. Dann kommen wir einmal zur Hop-Up-Einstellung. Geht ja auch recht einfach vonstatten. Drehen wir einmal so, Ladehebel nach hinten. Den lasse ich einmal ein. Und dann geht das Hülsenauswurffenster nach hinten. Und ich kann jetzt einmal das Hop-Up ganz bequem einstellen. Ja, das Hülsenauswurffenster selbst ist einmal auch aus ABS-Kunststoff hergestellt. Und hier habe ich dann halt die Möglichkeit, das Hop-Up einmal im Uhrzeigersinn zu drehen und somit ja, stärker reinzudrehen. Gut, das war es dann soweit hierzu. Dann drehen wir das Modell einmal um und dann möchte ich euch natürlich noch einmal zeigen, wie ich jetzt hier einmal den Handschutz abnehme. Zunächst einmal würde ich jetzt gerne den Ladehebel wieder nach vorne fahren lassen, aber da möchte ich noch kurz was zu sagen. Und zwar macht das nicht mit diesem klassischen HK-Bitch-Slap, den ich euch gezeigt habe, beim Ersteindruck, sondern lasst ihn ausrasten und führt ihn bitte nach vorne. Weil das Inlay ist nur aus günstigem ABS-Kunststoff, es ist einfach nur Plastik und hier der Ladehebel aus Zinkdruckguss. Könnte irgendwann dann mal sein, dass der dann hier auch abbricht. Und auch hier sieht man wieder, nicht sauber lackiert worden. Gut, das war es dann hierzu. Dann kommen wir einmal zum gesamten Frontset. Das Frontset, dieser obere Teil, besteht aus Zinkdruckguss. Das kann man vielleicht auch ganz gut sehen, wenn man hier einmal genauer hinsieht. Von der Oberflächenstruktur sieht das halt eher so nach Zinkdruckguss aus. Und ist auch von der Lackierung leicht anders als der obere Gehäuseteil. Also ist ein bisschen gräulicher oder heller, sagen wir mal. Ja, sitzt aber an sich fest dran, bis auf der Handschutz. Der kann ja halt ein bisschen wackeln, aber hier haben wir jetzt zwar ein Spaltmaß, aber das Frontset sitzt wirklich gut dran. Ne? Ja, dann kommen wir zum Trapezhandschutz. Der ist aus billigstem ABS-Kunststoff und lässt sich einmal durch Lösen des Pins vorne entnehmen. Hier haben wir noch einmal die Möglichkeit, einen Sling anzubringen. Das ist auch aus Stahl gefertigt. Und es gäbe das Modell ja auch als HK33 SG1, also aus Scharfschützengewehr 1. Und dementsprechend hätten wir jetzt auch hier noch die Vorrichtung für einen Zweibein. Also das würde dann hier natürlich reingehen. Ist in dem Fall jetzt nicht montiert. Wäre aber möglich, das nachzurüsten bestimmt. Hier dann aber einmal das auch aus Stahl gefertigt. Wer natürlich will, kann sich hier unten einmal eine Railschiene anbringen, muss dann zwei das Loch bohren. Hier habt ihr schon mal eins vorgebohrt. Wäre eine Möglichkeit. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte ein Rail-System vorne dran haben. Da gäbe es das oder zwei von Vegardi. Eins ist direkt von Classic Army, kostet 120 Euro. Dann das günstige für 50 Euro. Und dann gäbe es noch eins aus dem Real-Steel-Bereich mit M-Lock. Das kostet 100 Euro. Da müsst ihr natürlich aber gucken, wie das mit der Akkuunterbringung dann noch funktioniert und ob ihr da überhaupt noch entsprechend große Lipos reinbekommt. Gut, dann gehen wir einmal ans Entnehmen und das geht eigentlich auch ganz simpel. Drehe ich mir einmal die Waffe um, dann habe ich hier einmal einen Stifttreiber, drücke den Pin vorne raus. So, der kann dann manchmal hier so ein bisschen hakelig sitzen, weil die Federspange, die da drin ist, die ist relativ straff. Nehme ich mir einmal raus. Ich zeige es euch auch nochmal gerne. Stahl.
Und ja, dann nehme ich den einfach ab. Und zwar, ja, gehe ich jetzt quasi hier vorne einmal runter und ziehe ihn dann hier hinten einmal ab. So. Dann gehen wir erst einmal auf den Kunststoff ein. Der ist natürlich relativ dünn, extrem schäbrig und ja, ist halt nicht mehr auf der Höhe der Zeit, vielleicht heute, wo man eher mit Nylon oder ABS arbeiten würde. Es gibt das Modell ja auch von LCT, da sieht das bestimmt ein bisschen besser aus. Ist vielleicht aber auch ein Grund, warum Bugatti sagt, wollen wir nicht mehr im Programm haben. Ja, vorne einmal dieses Stück hier, das dürfte aus Aluminium gefertigt sein, wo dann nachher oder wo das Zweibein drin säße. Und dann gucken wir uns nochmal ganz kurz den Akkuplatz an. Ihr habt ihn ja schon gesehen, aber jetzt nochmal ganz kurz zu dem Punkt. Und zwar geht es einmal hier um diese Aufnahme. Und zwar ist die verstärkt worden. In welcher Weise weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber hier ist es wohl oft dazu gekommen, dass einmal in dem Bereich hier, dass es hier wohl zu Brüchen gekommen ist. Und dementsprechend saß das Frontset dann relativ locker dran. Kann euch jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe es halt nur gelesen. Ja, und aber seht ihr hier auch wieder, es geht halt weiter mit dem Lack. Ist halt alles nicht so sonderlich schön, ne? Muss man an der Stelle ganz klar betonen. Der Außenlauf bzw. der Laufmantel besteht aus Aluminium. Hier haben wir den T-Stecker. Ja, möchte ich jetzt einmal den Trapezanschutz wieder ansetzen. Macht das folgendermaßen. Zwar guckt ihr natürlich, dass der T-Stecker entsprechend verstaut ist. Dann geht ihr einmal hinten ran. So. Na, kann ich es euch so zeigen? Ja, genau. So, setzt ihr einmal den hier hinten an, auf der Höhe ungefähr. Dann setzt ihr ihn hinten rein und dann geht ihr wirklich ganz nach hinten einmal mit dem Handschutz. So, und dann könnt ihr ihn hier vorne ganz einfach einmal nach oben drücken. Und dieses Klacken, ja, ist leider bedingt dadurch, dass hier einmal diese Nasen sind, die dann in so einer Schiene hier einrasten. Und dementsprechend klackt das dann immer so ein bisschen. Ist jetzt nicht die perfekte Lösung, muss ich an der Stelle sagen, aber nun gut, ist halt so. Also mit der perfekten Lösung meine ich halt, dass mit der Verarbeitungsqualität von dem Handguard, das ist halt nicht so das Optimum. So, ich prügel jetzt den Pin mal ganz kurz ein und dann gucken wir uns noch einmal hier vorne den Kornträger mit Mündungsfeuerdämpfer an. Dann haben wir vorne einmal den Kornträger, der ist auch komplett einmal aus Zinkdruckguss gefertigt, hat dann hier einmal die Möglichkeit einer Slingaufnahme. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen, wenn man hier mit einer Stahlöse reingeht, dann wird der Zinkdruckguss hier relativ schnell dahin sein. Vorne natürlich auch einmal hier die entsprechende Visierung, also diese klassische, ja, dieses klassische Korn, was man kennt, das ist allerdings nicht verstellbar, wie bei der MP5 zum Beispiel jetzt hier, bei der Classic Army nicht möglich. Also ihr seht, ihr habt hier keine Madenschraube hier drinne. Dementsprechend ist das einmal an der Stelle fix. Ja, und vorne sitzt dann einmal der Aluminium-Mündungsfeuerdämpfer auf einem 14 mm Negativgewinde. Das heißt, ich kann hier alle möglichen Schalldämpfer und so weiter anbringen. Und wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Der Lauf schließt halt auch wirklich bündig einmal. Ja, so gut wie bündig mit dem Außenlauf ab, sodass ich halt auch hier die Möglichkeit habe, natürlich entsprechend ja, Dinge anzubringen, sei es jetzt Schalldämpfer, andere Mündungsfeuerdämpfer oder aber auch Silencer, wer das denn an der Stelle möchte. Wird hier auch nicht arretiert über eine Matenschraube, also hier eventuell auch nochmal einen O-Ring aufbringen, damit der euch nicht, ja, damit sich der nicht unabsichtlich löst. Gut, das war es dann soweit zu Materialien und zur Verarbeitungsqualität. Also ihr seht doch schon, hier gibt es sehr große Defizite im Vergleich zu aktuellen Modellen im gleichen Preissegment. Ich weiß, wir haben hier einen kleinen Exoten, aber das sind schon so ein paar Sachen, also Lackierung, die so schnell abgeht, das darf eigentlich nicht sein. Dann quatschen wir einmal über die verwendeten Markings. Die finden wir einmal auf dem Magazinschacht auf der rechten Seite vor. Dort haben wir einmal den Importeurstempel, Kaliberangabe sowie das FM5-Eck und dann einmal das Schwabenarms-Logo. Auf dem Griffstück einmal die verschiedenen Feuerwahlpositionen, Sicher, Einzelschuss und Feuerstoß. Oben einmal auf der Visierung, auf der Kimme haben wir dann einmal die verschiedenen Einstellmöglichkeiten mit einer Ziffer hinterlegt. 1 bis 4 habe ich euch ja bereits gezeigt, muss ich jetzt denke ich mal nicht noch einmal machen. Und dann auf der vom Schützen aus gesehenen rechten Seite haben wir einmal oberhalb auf dem Gehäusedeckel Schwabenarms GmbH, auf dem Magazinschacht SAR M41-43 ES. ES steht dann für Einschub, Einschiebschulterstütze oder eben Einschubschaft. Und dann natürlich hier auch wieder die verschiedenen Positionen des Feuerwahlhebels. Man muss sagen, ich finde die Markings jetzt nicht sonderlich schön, sind jetzt aber drauf und bis auf dieses hier oben müsst ihr halt auch alles drauf lassen, weil das letztendlich die Produktbezeichnung ist, mit der das Modell oder die Typenbezeichnung, mit der das Modell bei der PTB hinterlegt ist und da würde ich auf jeden Fall nichts machen. Ist im schlimmsten Fall eine Urkundenfälschung. Hier einmal natürlich oben, ja, das kann man wegmachen, würde ich auch machen, sieht auch nicht sonderlich schön aus, hätte man sich an der Stelle auch sparen können, aber wer weiß, an der Stelle vielleicht auch nochmal der kleine Hinweis.
Ich drehe es noch einmal um. Ihr habt es ja gesehen, von der Lackierung her kann der Lack halt relativ stark abgehen. Und da das hier nur einmal mit, weiß ich nicht, Wassertransferdruck oder was es da auch für Möglichkeiten gibt, Siebdruckverfahren aufgedruckt ist, würde ich euch sogar empfehlen, nehmt eine Plexiglasscheibe, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nehmt eine Plexiglasscheibe, eine dünne, und klebt die dann an den Seiten, an den Rändern fest, damit dieser Bereich einfach geschützt ist. Wobei selbst das würde nicht helfen, weil wenn der Lack abgeht, dann ist auch eben die Plexiglasscheibe ab. Was ich eigentlich machen oder worauf ich kommen möchte, ist, passt wirklich auf, dass euch der Bereich nicht abblättert vom Lack, weil wenn das nicht mehr drauf ist, habt ihr kein F, das heißt, ihr müsst daraus eine 0,5er dann machen. Das vielleicht auch nochmal an der Stelle bedenken. Ich weiß halt auch nicht an der Stelle, wie Bigardi das lösen würde, wenn es so käme, dass das Ganze hier aufgrund des, ja, einfach schlechten Lacks abgehen würde, ob die sagen würden, wir gravieren das durch neu rein, dann ist die andere Frage, kann ich euch an der Stelle nicht genau sagen. Gut, das war's dann aber auch an Markings. Dann sind wir einmal bei den Internets angelangt und gucken uns die Gearbox an. Die Gearbox ist eine V2 Gearbox, Standard, wie man sie kennt, aber hier mit einem Federschnellwechselsystem. Das heißt, ich habe jetzt hinten schon einmal die Feder entnehmen können. Und in dem Fall darf sich das auch Federschnellwechselsystem schimpfen, weil wir müssen ja nur den Stock demontieren und dann kommen wir hinten problemfrei ran. Kein EFCS-System mit enthalten. Wir haben 8 mm Kugellager an jedem Gear und das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Wir gucken uns die Internets an, gibt das eine oder andere zu sagen. Zuallererst gucken wir uns aber einmal das Shimming an und das ist wirklich nicht besonders gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist egal, welches Gear ihr anfasst. Ich hole euch das jetzt mal näher ran, damit ihr das seht. Aber ihr habt hier überall, ja, ihr habt hier überall Spiel. Also ihr könnt das Lager hier problemfrei reindrücken, Bevel Gear. Gucken wir uns einmal das Spurgear an. Auch das hat hier, wie ihr sehen könnt, ich drücke es noch einmal auf der anderen Seite raus. Das hat hier halt, ups, Spiel, zwar nicht ganz so stark, also hier könnte man nochmal 0,10er aufbringen. Und auch hier einmal das, ja, das Sektorgear, seht ihr auch ganz gut. Das kann ich hier auch nochmal, das sieht man immer nur von der Seite ganz gut, ne? Also hier, wenn ihr euch das mal anguckt, ups, das kann ich halt auch nochmal reindrücken. Also hier und da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Luft nach oben an der Stelle. Genau, was ich noch sagen möchte, und zwar das Griffstück ist halt relativ gut, weil ihr hier die, ja, Möglichkeit habt, einmal den Feuerwehrhebel komplett ranzulassen. Bei den MP5-Modellen habt ihr es ja immer so, dass ihr hier diese Platte habt, die Übertragungsplatte, die dann einmal auf die Selector-Plate greift. Hier ist das natürlich auch so, aber ihr könnt es komplett ranlassen. Genau, und was mir als weiteres noch aufgefallen ist, dass die Kabel hier viel zu lang sind unten am Motor. Also die könntet ihr nochmal, also ich sag mal, das Pluskabel könntet ihr locker nochmal um 2 cm, 2,5 cm kürzen. Das Pluskabel könnt ihr also lassen, das geht in Ordnung, aber hier ist auf jeden Fall viel zu viel Kabellage vorhanden. Muss nicht unbedingt sein an der Stelle. Gut, dann schrauben wir die Gearbox einmal auf und gucken uns das Modell von innen an. So, dann kommen wir zu dem Teil, der mir immer am meisten Spaß macht, und zwar die Internals der Gearbox mit euch durchzusprechen. Die Gearbox ist eine Standard V2 Gearbox, die auch nicht sonderlich verstärkt ist. Wir haben hier keine Radien drin, sie ist von außen hier vorne im Bereich ein bisschen verstärkt worden, aber jetzt der hintere Teil, klar, wir haben diesen dicken Block drin, aber da reißen die V2 Shells eigentlich relativ wenig, sondern wie ihr es halt kennt vielleicht oder wie ich es ja oft auch erkläre, hier vorne in dem Bereich dann eben. Was ich an der Stelle halt gut finde, von der Fettung her, ist wirklich sehr gut gefettet, vielleicht auch ein bisschen zu überfettet, also hier seht ihr wirklich dicke Fettlagen, muss an der Stelle nicht immer sein, aber besser so als überhaupt nicht gefettet. Dann vielleicht, was hier auch noch auffällt, ist, wir haben hier, oder was mir zumindest aufgefallen ist, wir haben natürlich hier auch einen relativ dünnen Durchlass im Vergleich zu anderen V2-Gearboxen. Ich habe jetzt schon mal eine blöde Erfahrung gemacht, dass einfach hier unten diese Öffnung, dadurch, dass sie halt geschlossener ist als andere, dass sie halt Probleme mit einigen Motoren machen kann, weil einfach diese Schaftabdeckung vom Motor, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier den Motor, weil hier diese blaue Schaftabdeckung bei einigen Motoren dicker ist. Das heißt, die bekommt ihr hier nicht vernünftig rein und die schleifen dann wirklich sehr, sehr stark. Und das ist irgendwie blöd, weil jetzt werde ich quasi nur dadurch limitiert, dass ich hier einen zu geringen Durchmesser habe, um den Motor zu tauschen. Ja, das sei an der Stelle vielleicht gesagt. Und auch wenn ihr den Motor mal entnehmt, kann es halt nervig sein. Ich habe es halt erst gehabt, jetzt vor kurzem wieder, dass sich das Pinion-Gear dann irgendwie hier verkantet und ihr das nicht rausbekommt. Dann zieht ihr das mit Ruck raus und reißt dann schlimmstenfalls hier noch einmal irgendwie eine Kabellage auf.
Das ist jetzt kein großartiger Kritikpunkt, ich möchte es an der Stelle nur noch einmal gesagt haben. Weiterer Punkt, da muss ich euch einmal die Gearbox an der Stelle ranholen, ist einmal hier, und zwar seht ihr hier diese Druckstellen auf der Kabellage und die Röhren von diesen Pins. Das sind letztendlich die Pins, die die Kabel nach unten drücken sollen. Da wir hier aber relativ dicke Silikonkabel haben, das sind, na, sind das schon 16 AWG? Ich glaube ja, es sind 16 AWG. Ja, quetschen die Kabel hier ungemein. Ist halt auch nicht optimal. Also hier sollte man eventuell dann auch, wenn man sich was updaten lässt, hier das EFCS einbauen und dann halt hier aufpassen, dass die dünnen Kabel da nicht gequetscht werden. Gut, okay, dann fangen wir erst einmal an, legen uns die Stelle einmal zur Seite und gucken uns hier einmal ganz grob die Komponenten an, bevor wir dann ins Detail gehen. Zunächst einmal, wir haben hier einmal ein Standard-Gearset drin, 18 zu 1er Übersetzung, 16 Zähne am Sektor-Gear. Wir haben einmal einen Piston mit nur einem Stahlzahn, allerdings ist der Pistonhead hier aus Aluminium ventiliert. Den Zylinder hier einmal aus ja, Edelstahl gehalten. Vorne einen Aluminium-Zylinderhead mit zwei O-Ringen. Ja, zwei O-Ringe sollten drauf sein, bei mir ist nur einer drauf. Nozzle vorne einmal aus Kunststoff mit einem O-Ring und hier diese, ja, ich sag mal etwas speziell geformte Tablet Plate. Warum, wieso, weshalb, ist euch, denke ich mal, allen klar. Werde ich später noch einmal drauf eingehen. Gut, und dann noch einmal hier zu guter Letzt natürlich unsere Feder mit dem dazugehörigen Spring Guide. Und hinten habe ich natürlich hier die Möglichkeit, das Ganze über ein Federschnellwechselsystem zu entnehmen. Gut, okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Detail und gucken uns die ersten Komponenten an. So, dann sprechen wir zunächst einmal über unsere Druckkammer, über das Zylinder- und Pistensystem. Und hierzu gibt es eine kleine Besonderheit, zu der ich jetzt gleich komme. Grundsätzlich, die Teile sind an sich bis auf den Piston gar nicht mal so verkehrt. Also wir haben ja einmal den Zylinder, das Aluminium mit eigentlich zwei O-Ringen. Hier fehlt jetzt schon mal ein O-Ring, was auch jetzt nicht so wild ist. Wir haben einen ventilierten und kugelgelagerten Aluminium-Pistonhead mit einem O-Ring natürlich, sechs Ventilationsöffnungen. Wir haben einen Aluminium-Zylinder, soweit auch in Ordnung. Und natürlich auch eine entsprechende, ja, etwas andere Tablet Plate mit der Nozzle. Ich fange jetzt erstmal mit der Nozzle an. Nozzle 20,5 mm in der Länge. Wer dann natürlich Abhilfe schaffen will, kann das tun. Wir haben ja einmal ein O-Ring drauf und einmal auf dem Führungsröhrchen vom Zylinderhead läuft die Nozzle, ja, man merkt den O-Ring so ganz leicht, aber wirklich Abdichtung ja, kommt hier nicht zustande. Ja, kann man aber erstmal so lassen. Man merkt hier halt hier in dem Bereich, da ist das Röhrchen ein bisschen dicker, dort schleift der O-Ring dann so ein bisschen, aber ja, also prinzipiell kann man es halt auch erstmal drinnen lassen. Vorne auch ein bisschen angefasst, hier im 45-Grad-Winkel. Gut, vom AOE her zeige ich euch ja noch, der stimmt halt nicht ganz, den sollte man auf jeden Fall nochmal anpassen. Dann kommen wir einmal zur Tablet Plate. Die Tablet Plate ist hier auch V2, allerdings mit einer relativ langen Aussparung hinten, einmal für den, ja, für einen Steuernocken bzw. für den Sektor-Gear-Clip hinten. Somit wird die Tablet Plate einfach noch ein bisschen länger zurückgehalten und das entgegnet vielen Problemen. Die Feder dafür ist auch normal natürlich und relativ straff, was mir an der Stelle gut gefällt. Gut, das lege ich jetzt einmal hier oben hin und kommen wir jetzt einmal, ja, zu dem, was ich eigentlich ansprechen möchte. Der Grund, warum ich das jetzt überhaupt anspreche, ist, weil ich im komplett montiertem Zustand die Gearbox mit dem Griffstück nicht mehr in das Gehäuse oben reingeschoben bekommen habe. Der Grund ist einfach, weil die Spaltmaße vom, ja, von der Gearbox bzw. weil der Zylinder einfach zu groß ist für dieses Gehäuse. Das ist nämlich ein Bohrabzylinder. Das ist kein Standardzylinder, das ist ein Bohrabzylinder. Und ich kann euch jetzt mal ganz kurz die eine Shellhälfte zeigen. Und zwar sitzt er dann einmal so drinne, dass ihr hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ihr habt dann hier einmal so einen kleinen Versatz drinne. Und der sorgt einfach dafür, dass ich das Modell oder dass ich die Gearbox nicht mehr vernünftig reinbekomme. Ich kann euch das jetzt mal so drehen. So. Also ihr seht hier vor allen Dingen an der Stelle, da ist ein relativ großes Spaltmaß und der Zylinder ist halt minimal ein bisschen größer vom Durchmesser. Das ist der Hauptgrund, warum ich den überhaupt tausche oder tauschen wollte. Ja, warum ist hier Bohrab drinne? Wird dem geschuldet sein, weil natürlich die gleichen Internals in den G3-Modellen drinne sind und da macht es eventuell schon wieder Sinn, weil man da dann mit einem 16-Zahn-Sektor-Gear und auch einem geschlossenen Zylinder vielleicht nicht das entsprechende Laufvolumen erreicht, was wir brauchen. Das Laufvolumen, was wir jetzt ab Werk haben, ist 2,07 zu 1. Das reicht eigentlich dicke aus. Und ja, daher hat man hier jetzt beim 33er keine anderen Teile drin verbaut. Jetzt sagt ihr euch,
Dann tausch doch den Zylinder. Ja, kann ich machen. Das Problem ist aber, Bore-up bedeutet letztlich aber auch, dass einmal der Pistonhead Bore-up ist, also größer vom Durchmesser, und auch der Zylinder. Bedeutet jetzt einmal, ich habe jetzt hier schon was vorbereitet, das wäre jetzt, ja, wären jetzt, sage ich mal, Teile, die man hier alternativ reinbauen könnte. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt einen anderen Piston mit einem Pistonhead, funktioniert auch nicht, weil der hat natürlich hier extrem viel drin Spiel und wird keine Abdichtung bringen. Aber nehmen wir jetzt mal an, ihr sagt euch, okay, ihr wollt jetzt einfach nur an der Stelle einmal den Piston oder den Zylinder tauschen. Ja, könnt ihr machen. Ich zeige euch aber, warum das jetzt nicht funktionieren wird. Und zwar macht ihr jetzt Folgendes: Ihr nehmt euch jetzt einmal hier den Zylinder, versucht natürlich hier jetzt einmal den Zylinderhead reinzupacken. Das funktioniert nicht, weil Bore-up. Gut, das heißt natürlich auch, dann müsst ihr jetzt an der Stelle einmal den Zylinderhead tauschen. Dann nehmt ihr euch einen anderen Zylinderhead mit dem entsprechenden Zylinder. Und bei dem Lonex ist jetzt nächstes Problem, der passt nicht richtig rein. Also der passt schon in die Shell rein. Das Problem an der Stelle ist dann aber wieder, dass der ein bisschen zu dick aufbaut. Sprich, er passt hier zwar rein, also auch von den Lochpositionen. Wir haben ja hier diese langen Löcher. Jetzt habe ich den nicht richtig ausgerichtet. Der passt zwar rein, das Problem ist, der ist ein bisschen zu dick. Und deshalb geht die Gearbox vorne nicht komplett mehr zu. So, habe ich es jetzt? Ja, genau. So. Jetzt passt er, genau. So, der ist also vom Durchmesser ein bisschen zu dick. Das merkt ihr auch immer, wenn ihr nur den Zylinder halt reinpackt. Der hat hier absolut kein Spiel und ihr kriegt die Gearbox nicht ganz zusammen. Der hier, der Originale, der hat vorne schon ein bisschen Spiel, auch wenn ihr die Gearbox zusammensteckt. Also der kann ein wenig klappern. Okay, gut. Das ist also das, was ich eigentlich ansprechen wollte an der Stelle. Wir haben hier einen Bore-Up-Zylinder-Kit drin. An sich, die Teile sind jetzt nicht so verkehrt. Aber sind natürlich, was jetzt zum Beispiel das Upgraden angeht, nicht so optimal. Dann natürlich noch einmal hier der Zylinder, der Piston selbst. Der Piston hat einmal eine Zahnreihe. Natürlich auch hier der letzte fehlt nicht. Also wir haben hier komplett einmal 16 Zähne drauf und der letzte ist einmal hier aus Stahl. Und der wird euch auch relativ schnell verschleißen, weil der AOE, ihr werdet sehen, der ist unter aller Sau. Also der ist sehr, sehr schlecht. Und ja, das ist halt einmal nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also den Piston, den würde ich an der Stelle tauschen. Jetzt sage ich mal, von der Materialstärke her ist er schon ein bisschen dicker. Aber das bringt halt einfach oder macht auch nichts, weil es geht ja letztlich hier unten einmal um die Stahlzahnreihung. Was vielleicht auch noch an der Stelle zu beachten ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen reinpackt, der jetzt vielleicht etwas schmalere Führungsschienen hat, so wie der, dann kann es halt zu Problemen kommen, einmal, wenn ihr hinten dieses Fenster habt, dass der Piston im komplett aufgezogenen Zustand sich hinten verhaken könnte, weil ihr einfach zu wenig Auflagefläche habt. Also wenn ihr euch das mal anguckt, im komplett aufgezogenen Zustand, da habt ihr hinten einmal die Auflagefläche und da habt ihr hier eine und hier. Das mag noch einigermaßen in Ordnung gehen, weil diese mittlere Fläche halt hier vorne noch reingreift. Es gibt aber auch Pisten, da sind die noch schmaler und dann habt ihr quasi einmal nur hinten eine minimale Auflagefläche. Hier, diese Auflagefläche ist noch kürzer, hat dann hier also dieses Fenster und greift nicht rein. Und die vordere lässt letztlich die einzige, die hier dem Pisten noch Führung gibt. Und dann kann es halt passieren, dass wenn der Pisten einmal montiert ist, dass er sich halt verkantet und dann irgendwie schleift. Das an der Stelle nochmal gesagt. Okay, ihr seht also, ist nicht so einfach, muss ich sagen. Ich überlege mir jetzt noch, wie ich das Ganze löse, weil es ist absolut jetzt nicht das Ziel, hier immer währenddessen ich die Gearbox reinpacke, dort mich abkämpfen zu müssen. Das heißt, der Zylinder wird auf jeden Fall rausfliegen. Was halt auch nochmal ganz schön zu sehen ist, mir ist da so viel Dreck und Späne nachher rausgekommen. Ich musste hier vorne nochmal komplett einmal die Führungsschienen vom Piston säubern und auch den Piston. Das ging überhaupt nicht in Ordnung. Also, wir werden es ja später noch sehen, aber die Lackierung, die wird so ein großer Negativ-Kontrapunkt werden. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut, das soll es jetzt einmal an der Stelle dann zum Zylinder- und Pistensystem gewesen sein. Dann geht es einmal weiter mit den Gears. Das Classic Army Gear Set finden wir hier in einer 18 zu 1er Übersetzung vor mit Vollstahlzähnen dran, also einmal 16 Zähne komplett am Sektorgear. Und Classic Army Gears sind eigentlich von der Fertigungsgüte ja zu vergleichen mit den von Ares. Ihr seht auch hier wieder, einem kommt so diese, ja, diese Farbe so ein bisschen bekannt vor, ob das jetzt E und C ist oder Speckner Arms oder was auch immer. Die Gears sind eigentlich optisch, ja, erinnern die doch immer sehr, sehr stark. An sich aber Classic Army, also ich habe eigentlich immer relativ gute Erfahrungen mit den Gears gemacht, die halten eigentlich relativ lange. Natürlich hier in dem Fall bräuchten wir jetzt die 16 Zähne nicht, da würden 13 oder 12 locker ausreichen. Ja, kann man aber auch erstmal drinnen lassen. Dann hier noch einmal das
Babel Gear, wollte ich Spur hier sagen. Das Babel Gear mit vier Einrasspositionen für den ARL ist natürlich hier ein bisschen unglücklich, weil wir hier eine Switch-Unit drin haben. Dementsprechend, je mehr Einrasspositionen ich hier unten einmal habe, desto ja geringfügig wahrscheinlicher ist es, dass ich hier einmal einen Jam bekomme, weil ich halt einfach viel mehr Einrasten habe, wo der ARL quasi reingreifen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nur vier habe oder zwei, dann ist natürlich einmal die Chance, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem schwachen Akku spiele und das, ja, dass der Akku es nicht mehr schafft, die Feder komplett auszuziehen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass ich mir hier ein ARL, also ein Gear Jam, fabriziere, als wenn ich jetzt hier mehrere Positionen habe. Ja, ist soweit okay. Gut, das Modell ist halt auch entsprechend alt. Also das müsst ihr natürlich auch immer in Betracht ziehen. Wir reden hier nicht von der neuen Cima Nova, sondern natürlich von einem Modell, was schon seit Jahren so auf dem Markt ist. Gut, packen wir die Gears dann einmal weg und kommen wir zunächst dann einmal noch zur Gearbox bzw. zur anderen Seite, zur anderen Hälfte. Ja, Standard Switch Unit drinne, nichts Besonderes. Das Lustige ist, auf dem Karton, das habe ich noch gar nicht erwähnt, steht MOSFET Edition drauf, ist es hier aber nicht. Wir haben ja kein Internal MOSFET drinne. Standard Switch Unit, die über ganz normale Kabellage funktioniert, daher auch natürlich der Cut-off-Lever hier wieder drin. Und das ist halt absolut nichts Besonderes und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ihr könnt euch natürlich hier problemfrei durch Bugatti das Core nachrüsten lassen. Würde ich euch an der Stelle vielleicht sogar empfehlen, dann nochmal die 60 Euro mit Aufpreis dazu zu buchen. Ja, weil das ist dann auch kein Geld und das macht auf jeden Fall Sinn hier in diesem Modell. Ihr habt es ja auch vorhin gehört im Ansprechverhaltenstest. Ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Abzug hier, Standard, wie man es kennt, einmal von der MP5, also kein G3-Abzug. Jo, kann man natürlich tauschen, aber beachtet dann natürlich, dass ihr dadurch, dass die Abzüge von MP5 und G3 länger sind als bei M4, dass ihr dann unten einmal aus dem Body wahrscheinlich nur so wenig Abzug sehen werdet. Möglich ist es, aber ich würde es an eurer Stelle nicht machen und so lassen. Ja, dann noch hier einmal der Safety Lever, der ist natürlich auch wie bei jedem M4-Modell vorhanden. Und wir gucken uns noch einmal von der anderen Seite an. Hier würde jetzt einmal die Selector Plate sitzen. Die ist einmal hier rangeschraubt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die sitzt dann natürlich hier drin, entsprechend mit der Feder und wird dann einmal durch zwei Linsenkopfschrauben ganz klein hier einmal dran gehalten. Finde ich an der Stelle echt nicht verkehrt, weil so könnt ihr natürlich die Tablet Plate, die Selector Plate relativ einfach abnehmen und könnt dann euer Shimming überprüfen. Sonst muss man halt bei M4 ist immer das Ganze so hier hinten aufbiegen und hochhebeln. Ist immer nicht ganz so schön. Gut, das dann eben an der Stelle dazu. Dann gucken wir uns natürlich noch einmal den ARL an. Wo habe ich es jetzt hier? Packen wir uns zunächst einmal den ARL an. Den AOE, nicht den ARL. So. Und nehmen wir uns einmal den Pisten zur Hand. Und ich hoffe, ihr könnt es dann relativ gut sehen. So. Dass der halt wirklich nicht passt. Also wir können uns das ja gerne mal so angucken. Ich habe jetzt auch mal versucht, das werdet ihr aber nicht sehen, auf den Pisten einmal so Markierungen dran zu machen. Aber perfekt wäre es halt so. Und hier habe ich jetzt einmal die Markierung gemacht. Ja, ihr könnt es so ganz leicht sehen. Und hier wäre der perfekte ja, AOE, sage ich mal, also in dem Bereich. Also ihr habt quasi zwischen hier und hier ja, 3-4 mm Spiel. Das heißt, ihr könntet dort locker nochmal ein Saubopad aufbringen. Ihr könnt es ruhig machen, weil letztlich ihr habt das Laufvolumen von 2,07 zu 1 und da wird euch das Laufvolumen auch, selbst wenn es jetzt absinkt auf 1,7 zu 1, dann reicht euch das immer noch vollkommen aus. Ja? Also da auf jeden Fall die Möglichkeit, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, hier nochmal den AOE besser einzustellen. Gut, packen wir dann einmal die Gearbox schnell weg und gucken uns noch einmal die Feder an. Die Feder ist natürlich hier eine ja, Standardfeder, eine Nonlinear, also hat hier einmal die etwas enger zusammenlaufenden Windungen und hier dann einmal die etwas weiter laufenden Windungen. Dürfte vor der Energie wahrscheinlich eine M120 sein, wobei könnte auch eine M130 sein, weiß ich jetzt nicht genau. Und der Spring Guide ist hinten einmal aus Stahl gefertigt und ja, hat hier eine Lagerung. Die Schaftung selbst ist aus Kunststoff. Das ist soweit in Ordnung. Muss nicht immer alles aus Stahl sein. Das geht soweit okay. Die Feder kann dann eben frei hier drauf rotieren. Und was natürlich auffällt, wir haben hier nur zwei Einrasspositionen statt vier, ist halt nicht immer ganz so schön. Aber wir haben ja hier die Fixierung hinten über diesen Block, also diesen Block hier, wo dann auch die Aufnahme für die Schulterstütze hinten dran sitzt. Das heißt, hier wird einmal der Springer gekontert und wird dann auch entsprechend an die Shell hinten rangedrückt. Ja, vier sind natürlich immer ein bisschen schöner.
So, und zu guter Letzt dann noch einmal der Motor. Der Motor Classic Army Motor. High Torque steht hier drauf, ist es an der Stelle aber nicht. Dürfte so ein 18K Motor sein. Ja, da ist natürlich jetzt schwer zu sagen, was kann der, weil, oder wie gut ist er, weil wir hier natürlich kein EFCS-System drin haben. Also, ich gehe mal davon aus, diese Feder, damit wird er auf Dauer Probleme haben, die jetzt ab Werk verbaut ist, weil er einfach kein Drehmoment hat. Und ja, wer da natürlich jetzt das Ding aktiv auf dem Spielfeld betreiben will, dem würde ich vielleicht an der Stelle raten, entweder eine schwächere Feder einzubauen und an der Abdichtung was zu machen oder sich einen stärkeren Motor einzubauen, wenn er dauerhaft mit der Feder drinne spielen will, die hier drinne ist. Weil ihr habt es ja gesehen, 7-4er oder 11-1er ist eigentlich ziemlich egal. Das Ansprechverhalten ist nicht so das Beste. Gut, okay, das soll es dann soweit gewesen sein. Einmal zu den Internals der Gearbox. Ja, abschließend, was kann man natürlich hierzu sagen? Klar, das Modell ist schon entsprechend alt und nicht mehr zu vergleichen mit aktuellen Modellen. Es muss sich aber irgendwie doch schon messen lassen mit den aktuellen Modellen. Und da sind natürlich jegliche Modelle für 250 € oder auch 300 € mit entsprechendem EFCS-System deutlich besser und diesem Modell ganz klar überlegen. Also wer hier überlegt, das Modell aktiv auf dem Spielfeld zu betreiben, der sollte nochmal an die, ja, ich muss es so sagen, an die 100 € investieren. Bucht euch die Bugatti Core EFCS-Option mit hinzu. Kauft euch nochmal eine andere Nozzle, einen anderen Pisten. Und ja, guckt auf jeden Fall nochmal, ob auf eurem Zylinderhead auch die zwei O-Ringe drauf sind, die da drauf sein sollen. Gut, das war's jetzt soweit. Dann gucken wir uns noch einmal den Lauf sowie die Hop-Up-Unit an. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns einmal über die Hop-Up-Unit sowie den Lauf. Der Lauf 370 mm lang, Innendurchmesser 6,03 mm, also einen Tuninglauf. Hat natürlich hier jetzt den kleinen Vorteil, dass wenn wir den AOE korrigieren wollen, eine entsprechende, ja, Reduzierung von Lauf und zu Zylindervolumen oder Zylinder zu Laufvolumen, dass sie halt nicht so stark ans Gewicht fällt. Ansonsten braucht man es halt nicht unbedingt. Ist aber ganz schön, dass er hier ab Werk vielleicht mit dabei ist. Aus Messing gefertigt. Und den sollte man auf jeden Fall von innen nochmal reinigen, weil da ist schon so ein bisschen, naja, ihr könnt es kaum sehen, aber der hat schon so ein paar Abrieb bzw. Partikel innenliegend drinne. Zur Hop-Up-Unit, die Hop-Up-Unit, die ist komplett einmal aus Zinkdruckguss, bis auf einmal die Hebel hier und einmal den Hop-Up-Arm, die sind aus Kunststoff. Was das Teil hier soll, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt an der Stelle. Soll wahrscheinlich einfach hier diese Einrastposition halten, tut es aber irgendwie nicht wirklich. Ja, weiß ich jetzt nicht warum, beziehungsweise, nee, pass mal auf, das liegt einfach oder das soll einfach nur zeigen, dass ihr hier am Anschlag seid. Okay, gut, das dazu. Eine Feder war vorne jetzt an der Stelle nicht drauf. Und wenn ihr euch die mal die Hop-Up-Unit anguckt, dann sieht sie doch schon relativ stark aus wie eine M4 Hop-Up-Unit. Ja, wir haben jetzt hier noch dieses alte Rädchensystem. Hier haben wir jetzt eine Rotary. Aber wenn man sich hier einmal das Modell anguckt, da stellt man doch schon relativ stark fest, ist doch irgendwie gleich. Und ich habe es jetzt mal probiert. Die passt auch rein. Und eine Rotary, die ist jetzt von der E&C. Die sitzt dann auch entsprechend bündig einmal zum Magazinschacht. Ich werde euch jetzt hier unten dann einmal einblenden, ob das Ganze so funktionieren würde mit der M4 Rotary Hop-Up Unit, ob das feedet. Und dann packe ich euch das hier einfach einmal drunter. Zum Hop-Up-Gummi. Das Hop-Up-Gummi ist mit einer standardmäßig halbrunden Patchfläche ausgestattet. Ich denke mal, so wird man es vielleicht sehen oder auch nicht. So, naja. Man sieht es eher schlecht als recht halbrund und ist relativ hart. Also, ja, könnte auch wieder ein 70-Grad-Gummi sein. Ist zu hart, sage ich ganz ehrlich. Braucht ihr nicht an der Stelle ein 60-Grad-Gummi, reicht da vollkommen aus. Ihr kennt ja meine Empfehlung diesbezüglich. Also Hop-Up-Gummi auf jeden Fall ein Stück zu hart. Gut, darüber muss ich jetzt nicht reden. Worüber man noch ganz kurz reden kann, ist einmal der Napp. Der Napp ist sehr, sehr weich und ist natürlich in Kombination mit dem harten Hop-Up-Gummi überhaupt nicht zu gebrauchen. Das heißt, ihr werdet hier relativ schnell Hop-Up verlieren bzw. Abrieb haben, Schrägstrich gar keine Hop-Leistung drauf bekommen. Weil wenn ihr den einmal runterdrückt, den Hop-Up-Arm mit oder den Napp mit dem Hop-Up-Arm, dann ist der einfach zu weich, um dieses doch recht harte Gummi einmal überhaupt runterzudrücken. Das an der Stelle, also entweder werdet ihr kaum Hop-Up-Leistung erzielen oder ihr könnt bis zum Anschlag reindrehen und das wird euch einfach nichts bringen, weil das Gummi viel zu weich ist hier vom Napp an sich. Gut, das war es dann an der Stelle einmal zum Hop-Up-System und zum Lauf. Abschließend erwartet uns natürlich wieder mein ganz persönliches Fazit. Was kann ich über die SAR M41-43 von Classic Army sagen? Ja, ich sag mal so viel, ich bin froh, dass das Review vorbei ist, weil es ist einfach ein Trauerspiel gewesen.
Ich bekomme für 250 € eine Waffe, die ich eigentlich als Rette die Airsoft Projekt 2 gleich mit ranziehen könnte. Zumindest was den Body angeht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal hier einen noch schlechter verarbeiteten Body bekomme als jetzt zum Beispiel bei der AGM MP40. Wobei da war mir es klar, hier hätte ich es nicht gedacht. Aber also ihr werdet es irgendwann mal sehen. Ich werde nochmal ein Projektvideo dazu machen, weil so kann man das einfach nicht lassen. Aber ihr werdet hier so viele Lackabplatzer schon sehen. Also ich habe hier einmal hinten an der Schulterstütze im Magazinschacht, habt ihr es gesehen. Ich habe jetzt hier oben durch die Montage hier von der 22 mm Montage, da habe ich schon Lackabplatzer hier vorne einmal am Handguard. Und ja, ich will gar nicht weiterreden. Also fangen wir jetzt erstmal mit dem Fazit an. Zunächst einmal Pro. Ja, da habe ich einmal die Optik. Also klar, HK33 sieht schick aus, ist mal was anderes als ein klassisches M4-Modell. Schade natürlich, dass es hier keine M4-Modelle schluckt. Also wir bekommen hier nur die HK33-typischen Magazine rein. Wobei, da möchte ich nochmal gucken, ob ich da nicht irgendwas machen kann, dass es passt. Aber die Optik ist natürlich was Schönes. Und wer auf Heckler- und Kochwaffen steht, der darf hier natürlich gerne zuschlagen. Und als weiteren Pluspunkt habe ich dann einmal das Federschnellwechselsystem. Ihr seht schon, ich schmunzel, weil das ist der letzte Pluspunkt. Hinten einmal das schnell und gut erreichbare Federschnellwechselsystem. Tut mir wirklich leid, aber ich muss echt schmunzeln. Ja, schnell zu erreichen. Ich kann die Feder schnell tauschen und dementsprechend meine Energie dementsprechend anpassen. Gut, das war's. Kommen wir zu den Neutralpunkten. Erster Neutralpunkt, die Haptik. Ja, es ist Metall. Ja, ist schön und gut, aber fässt sich halt nicht so sonderlich schön an. Also insgesamt, klar, die Metallteile sitzen zunächst einmal sehr gut zusammen. Gibt jetzt kein Spiel auch zwischen jetzt einmal dem Griffstück oder dem Gehäuse oben oder auch zwischen dem Frontset und einmal dem Gehäuse. Das passt alles. Aber die Kunststoffteile, also hier einmal der Vorderschaft fässt sich billigst an. Dann auch hier, sage ich mal, klar, das Griffstück, das ist ein bisschen stabiler, ein bisschen dickwandiger, aber auch hier natürlich alles sehr günstig. Dann natürlich hier auch einmal die Schulterstütze hinten, jetzt nicht gummiert. Gut, das ist jetzt bei der Schulterstütze so, ist beim Original auch nicht so. Aber die wackelt halt sehr, sehr stark in allen Positionen. Ja, also das ist halt überhaupt nicht schön an der Stelle. Dann zur Verarbeitung. Neutralpunkt, das schließt sich da eigentlich so mit rein. Die Verarbeitungsqualität ist halt nicht besonders gut. Sei es jetzt einmal der Schaft, sei es einmal vorne, dass hier der Handschutz ein bisschen wackelt. Das gefällt mir halt auch nicht ganz so gut. Und ansonsten, klar, Verarbeitung hauptsächlich deshalb als Neutralpunkt, weil für 250 € heute bekomme ich einfach mehr für das Geld. Und sei es halt eine SEMA, weiß ich nicht, welche war das, Silent Guardian zum Beispiel, gut, die kostet 40 € mehr, hat aber dann schon das Core drin. Die sind einfach von der Qualität her deutlich besser als das, was jetzt, sage ich mal, das ja, G33 oder G39 heißt es ja nicht, was das 33 hier leisten kann. Also von den Verbesserungen seitens Classic Army, die hier passiert sein sollen, merkt man einfach so gut wie gar nichts. Gut, und dann die Internals. Ja, ist ein Neutralpunkt. Warum, wieso, weshalb? Wir haben auf der einen Seite gute Internals und auf der einen Seite Internals, wo man sich fragt, warum sind die hier überhaupt drinne? Was gefällt mir gut? Zum einen natürlich einmal die 8 mm Lagerung. Die sind natürlich schön. Sprich, da ist auf jeden Fall ja, lange Langlebigkeit gegeben. Dann einmal der Zylinder-Head und auch der Pisten-Head sind hier einmal aus Aluminium. Finde ich auch sehr gut für den Preis, ist nicht schlecht. Und ja, das ist dann das. Auf der anderen Seite steht dann natürlich einmal das Bore-Op-Zylinder-Set, Pistensystem. Warum, wieso, weshalb, ist mir, denke ich mal, klar. Classic Army hat keinen Bock, hier zwei verschiedene Systeme zu fertigen, weil sie das gleiche Kit wahrscheinlich auch in die ganzen G3-Modelle reinpacken. Ist aber blöd, weil wenn ich hier tauschen möchte, muss ich gleich, wenn ich jetzt den Zylinder tauschen möchte, dann muss ich gleich den Pistenhead mit tauschen und auch den Zylinderhead. Und das hätte einfach bei dieser Lauflänge von 370 mm einfach nicht sein gemusst. Ja, und zum Zweiten, da habe ich nochmal einen Plus- und einen Minuspunkt, deswegen neutral. Pluspunkt einmal, gut Lauf, 6,03 mm. Ja, ist schön, rettet vielleicht ein bisschen was. Aber hier dann eben das Hobbop-Gummi ist an der Stelle auch ein bisschen zu hart. Also hier auch wieder 70 Grad und das könnt ihr einfach vergessen, wenn ihr jetzt hier nicht mit, na, weiß ich nicht, M140 oder 50 Feder spielt. Wenn ihr jetzt hier, keine Ahnung, in die 2 Joule oder so rausballern wollt, was ich euch nicht empfehlen würde. Ja, das dann eben dazu. Gut, dann kommen wir zu den Kontrapunkten und die überwiegen heute eigentlich die beiden anderen. Erster Kontrapunkt, die Lackierung, die ist unter aller Sau. Also ich schäme mich wirklich dafür, euch das, also ein bisschen euch das gezeigt zu haben oder zeigen zu müssen oder zeigen zu wollen vielmehr. Das ist einfach unterirdisch. Also
Die Lackierung blättert hier förmlich ab. Wenn man hier jetzt einmal vorne den Handgriff abnimmt, den Handschutz abnimmt, dann ist gleich die Lackierung abgeblättert hier hinten einmal am Schaft. Dann haben wir es im Magazinschacht. Also das sind einfach so Sachen, die dürfen einfach nicht sein. Und also das ist wirklich unter aller Sau. Man müsste eigentlich komplett einmal hier das gesamte Gehäuse einmal, die ganzen Metallteile einmal komplett abbeizen und dann noch einmal neu überlackieren oder von mir aus auch so lassen. Aber das geht einfach überhaupt nicht. Also sehr, sehr, sehr schlechte Lackierung. Und das ist halt eine Sache für 250 Euro. Das darf nicht passieren, dass wenn ich mir einmal ein Magazin einlege, dass gleich die ganze Lackierung abblättert. Das ist einfach unter aller Kanone. Ja, dann die Spaltmaße bzw. die Passgenauigkeit ist halt auch nicht so gegeben. Warum, wieso, weshalb? Also wir haben hier einmal oberhalb diese Spaltmaße drin am Body, die meine ich aber nicht unbedingt, sondern einfach, dass die Internals bzw. der Zylinder, dass der eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist, hier reinzupassen. Also die Passgenauigkeit der Teile, die hier verbaut worden sind, ist auch keineswegs gegeben. Und da verstehe ich es absolut nicht seitens Classic Army, dass sie sich da sagen, pff, scheiß drauf, egal. Schleift zwar, wenn ihr den das Griffstück reinschiebt mit der Gearbox, aber wir müssen jetzt keinen neuen Zylinder extra produzieren. Verstehe ich halt absolut nicht an der Stelle. Also Passgenauigkeit hier nicht vorhanden. Auch hier hinten einmal der Stock, ihr habt es gesehen, der wackelt massivst. Ja, das ist halt, es ist schnell lösbar, aber es ist vielleicht für den einen oder anderen auch irgendwie ärgerlich. Ich weiß, ich habe es vorhin nicht kritisiert. Ich kritisiere es jetzt auch nicht bei dem Punkt Passgenauigkeit, aber das darf halt einfach nicht sein mit diesem Griffstück, ja. Ja. Dann nächstes Thema, Klangbild-Ansprechverhalten, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir hier absolut keine ETU drin haben, kein MOSFET drin haben. Also Ansprechverhalten sehr, sehr, sehr schlecht, sowohl mit 7.4er als auch mit 11.1er. Klar, das weiß ich vorher, aber das Modell muss ich natürlich auch mit aktuellen Modellen in der gleichen Preisklasse messen lassen. Und dementsprechend ist das halt ein Kritikpunkt an der Stelle. Ihr könnt für 60 Euro natürlich problemfrei das Core nachrüsten lassen. Würde ich euch auch an der Stelle empfehlen. Aber ab Werk ist das Modell überhaupt nicht spielbar. Also mit 7.4er wird euch das sowas von jammen. Also ich sag mal so, nee, vielleicht nicht unbedingt sofort, aber ich würde da auf jeden Fall, wenn dann, 7.4er einen relativ dicken reinpacken. Ja, das sei dann eben nochmal an der Stelle gesagt. Ist halt nicht besonders auf der Höhe der Zeit, das Modell. Gut, und als letzten Punkt hatte ich ja schon erwähnt, Preis-Leistungs-Verhältnis. 250 Euro würde ich mir nicht kaufen. Also wenn ich das Modell, sage ich auch hier wieder an der Stelle, ich werde das Modell behalten. Ich habe es ja jetzt auch schon ein bisschen umgebastelt. Wenn ich das Modell nicht rabattiert bekommen würde, würde ich es mir nicht kaufen. Also ich würde es auch jedem Anfänger auf keinen Fall raten, allein schon, weil die Magazine natürlich entsprechend teuer sind. Also wir zahlen hier mindestens 19 Euro für ein Magazin. Bei M4-Magazin bin ich bei 6, 7 Euro mit dabei. Und allein die Verarbeitungsqualität, ich habe keine ETU drin. Ich muss hier auf jeden Fall noch updaten oder sollte man zumindest. Ja, dementsprechend Preis-Leistungs-Verhältnis heutzutage absolut unterirdisch. Muss ich so sagen. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum Bugatti das Modell aus dem Produktsortiment nimmt. Und jetzt könnten vielleicht einige sagen, ja, warum verkauft oder hat Bugatti das dann noch weiterhin verkauft? Ja gut, ich sag mal so, wenn darüber keine Erfahrungen entstehen, wenn Leute das nicht kaufen, das Modell, wo soll Bugatti dann da Retour bekommen und sage ich mal, das hier ja mitbekommen, dass es hier so ja, Probleme bei der Verarbeitung einfach gibt. Weil die können ja jetzt auch nicht jeden Tag jede Waffe einmal befummeln und dann sieht sie gebraucht aus und dann können sie die auch nicht mehr für 250 Euro verkaufen. Das vielleicht an der Stelle dann gesagt dazu. Also da kann man Bugatti auch jetzt keinen Vorwurf machen. Da sollte man eher den Vorwurf bei Classic Army suchen, weil ich denke mal, sowas dürfte oder sollte in der Fabrik schon auffallen. Ja, gut. Das war es soweit dann zum Fazit. Ist wieder relativ lang geworden, das ganze Video, aber ist natürlich ein recht ausgefallenes Modell. Deswegen muss man hier und da natürlich ein bisschen verstärkter auf bestimmte Komponenten eingehen. Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr jetzt zu dem Modell haltet, von dem Modell haltet. Ich kann euch nur soweit sagen, ich bin gezwungen, hier wieder ein kleines Projektvideo zu starten, einfach weil ich das nicht so stehen lassen kann, möchte. Und ja, werde jetzt gucken, was hier reinkommt. Ein Core auf jeden Fall. Oder eine ETU vielmehr. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, irgendwann wieder, wenn ich hierzu was sagen kann oder auch möchte. Gut, das sei dann erstmal hierzu gesagt. Bedanke mich einmal fürs Zusehen und wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.